Hallo und herzlich willkommen beim ersten Science Slam der Techniker in Leipzig zum Thema Hand. Heute stellen junge Wissenschaftler ihre Forschung zum Thema Hand vor, sodass es jeder versteht und es sogar auch noch Spaß macht. Viel Spaß! Schön, dass ihr alle hier seid. Meine Damen und Herren, dieser Science Slam steht heute im Zeichen des Meisterwerk Körper. Ich habe letzte Woche einen Anruf bekommen und die Frage war, hey Laura, möchtest du nach Leipzig fahren und einen Vortrag machen, einen Science Slam und das Thema ist Hand? Und ich habe gesagt, ja, total gerne, mega cool. Mir fallen super viele Sachen ein, Hand, Kunst, das ist ein Thema. Ich bin auf jeden Fall dabei, ich habe super viele Ideen. Und dann habe ich aufgelegt und habe gemerkt, dass es eine Lüge war. Es geht ja ein bisschen auch in die Comedy-Richtung, würde ich sagen. Man muss gucken, wo kann ich einen Gag platzieren. Wer hatte Latein in der Schule? In Berlin muss ich fragen, wer war auf einer Schule, ne? Also, gut. Ah, wunderbar, eine Hand, ein Gesicht, eine Verformung, jawohl. Jesus Christus macht Gesten mit seinen Händen und diese Gesten bedeuten etwas. Und dass es etwas sehr Wichtiges ist, was Hände sagen, das wisst ihr alle. Also ihr kennt alle, ich zeige es mir hier in den Stinkefinger, jeder weiß sofort, was ist ein Stinkefinger. Der Daumen hoch ist ganz klar, East Coast, West Coast, das hat eine queere Bedeutung, da gibt es ganze Kriege drüber. Oder bei Snoop Dogg sieht das ein bisschen aus wie Schweigefuchs Coast, ich weiß es nicht. Also beim Science Slam kommen ja Wissenschaftler aus verschiedenen Fachbereichen zusammen, tauschen sich ein bisschen aus, aber so, dass jeder es versteht und es auch noch ein bisschen Spaß macht. Ich mag die Verbindung von Wissenschaft und Unterhaltung, weil ich glaube, dass wissenschaftliche Inhalte oft untergehen. Viele verstehen es nicht oder es ist vielleicht nicht besonders schön aufbereitet. Und das auf eine Bühne zu bringen, mit Unterhaltung und Popkultur zu verbinden, finde ich, ist eine gute Idee. Ich bin überrascht, wie vielfältig Leute also das Thema interpretieren. Also es ist halt echt umfangreich und bin auch gespannt, was noch so auf uns wartet. Yeah, das ist Traumatherapie live, öffentlich singen, wenn man es nicht kann. Blass und ganz ergraut, so stand ich da. Ich war wieder in Berlin, Magisterabschluss ganz nah. Immer wenn es regnet, muss ich an dich denken. Wie wir uns begegnet sind, kann mich nicht ablenken. Was ich jetzt brauch, wäre noch ein Reim auf A. Oh, Handschrift A. Dankeschön, Leipzig! Das war's vom ersten Techniker Science Slam aus Leipzig. Wir sehen uns wieder am 28. Mai in Mannheim.